Diese Woche wird's bei uns richtig schaurig. Game of Thrones, wir reden darüber. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Game of Thrones bzw. dem großen Drachenuniversum. Und heute ist Dennis wieder mit am Start. Ja, moin, danke, dass ich da sein darf. Ja, wenn dieser Podcast online geht, dann ist auch dein Fußball-Podcast wieder aktuell. Mach doch noch ein bisschen Werbung dafür. Ja, genau. Also wer mich gerne über den ersten FC Köln reden und wahrscheinlich eher verzweifeln hören möchte, der ist beim Podcast trotzdem hier, genau richtig. Da haben wir schon drei Folgen gemacht, war ja schon die zweite Liga drei Spieltage lang alt ist. Ja, und wer gerne hören will, wie wir den Saisonstart so einschätzen, der ist bei trotzdem hier, richtig. Ach, die sind jetzt abgestiegen. Naja, leider nichts mehr mit Kuschel, erste Ligakurs. Ab jetzt ist hier harte Realität angesagt. Ja, aber es macht doch auch Spaß, so einen Sportverein zu begleiten, statt immer nur FC Bayern, die irgendwie immer Meister geworden sind, bis auf einmal, also 11 oder 12 Mal in Folge, ist ja eigentlich auch langweilig. Ja, ich meine, wir haben jetzt in Elversberg gespielt, wir haben in Sandhausen gespielt, man lernt das Land kennen. Das ist wahr. Ja, das kenne ich auch noch, als wir mal zweite Liga, dritte Liga und jetzt wieder vierte Liga sind. Keine Sorge, da kommen wir auch noch hin. Na, ich glaube, in Köln sind die Strukturen ein bisschen anders als in Würzburg. Schauen wir mal. Ja, ich möchte mit dir anfangs über Game of Thrones reden, den Spin-off House of the Dragon. Und ich habe mir jetzt nochmal geöffnet, wann diese ganze Reise eigentlich losging. Die erste Staffel ist in Deutschland im November 2011 gekommen. Und das vorläufige Ende wird wahrscheinlich das Spin-offs 2028 sein. Kann man das so schätzen? Jein. Also vielleicht wird dann so die Hauptgeschichte zu Ende erzählt sein. Aber HBO hat ja schon angekündigt, es wird weitere Sidequels, Prequels, Sequels geben. Das heißt, die wollen jetzt auf Game of Thrones und House of the Dragon so eine Art Marvel-Franchise machen, was einfach immer weitergeht, immer weitergeht, immer weitergeht. Und wo sich die Schlange selbst in den Schwanz beißt. Also ein Ende ist da eher nicht in Sicht. Ja, das hört sich nämlich tatsächlich als Game of Thrones-Fan sehr schwierig an. Wobei es natürlich auch immer von diesen 100 Jahren oder 1000 Jahren in der Vergangenheit spielt. Hat es dann auch wirklich alles auch den richtigen Bezug zueinander? Also das, was 1000 Jahre vorher passiert, ist das dann wirklich von Bedeutung? Ja, sie versuchen diesen Bezug herzustellen. House of the Dragon spielt so ungefähr 170 Jahre vor Game of Thrones. Und sie versuchen jetzt durch diverse Prophezeiungen und Visionen, die Charaktere haben, schon mal auf die Gefahr der sogenannten White Walker, also dieser anderen, dieser attackierenden Macht in Game of Thrones, hinzuweisen. Und tun so, als wenn das alles quasi ein lang gehegter Plan wäre, dass Game of Thrones genauso ausgeht, wie es ausgehen muss. Das ist dann so deren Versuch, dieses Cinematic Universe zu verknüpfen. Aber das ist gut gemeint, aber nicht zwingend gut gemacht. Das hört sich so ein bisschen nach dem Breaking Bad-Universum an. Ja, weiß ich nicht. Breaking Bad ist ja viel, viel enger beieinander alles. Ne? Da sind ja aber da hat man auch vorher dann so ein bisschen gesehen, ja gut, ich fand die Serie schön, Breaking Bad. Das Spin-off habe ich nicht gebraucht und die andere, den Film hat mich schon gar nicht mehr interessiert. Ich würde es eher mit Star Wars vergleichen und sagen, okay. Alles richtet sich irgendwie darauf hinaus, dass irgendwann Anakin Skywalker als der Auserwählte angesehen wurde, aber dann eben doch derjenige ist, der die Jedi verrät und zum bösen Darth Vader wird. Und irgendwie spielen ja alle Serien mit dieser Idee von dunklen Sith und guten Jedis und der Macht und der Prophezeiung und so weiter. Und wenn ich damit dann mit der Rebellion, also Endor spielt ja eher um die Rebellion, so ganz kommen sie also nicht los von dieser Originaltrilogie, auch wenn da manche von diesen Prequels dann doch einige hundert Jahre vorher angesiedelt sind.
Und bei Breaking Bad, also ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, guck dir Better Call Saul an. Ich finde das Prequel sogar besser als Breaking Bad. Ich Das ist habe eine eineinhalb richtig gute Staffeln Serie. durchgehalten, dann war es Ja, mir dann doch ein bisschen. die ist ein Slowburner, aber gib ihr mal eine zweite Chance. Die ist halt echt gut und total tolles Schauspielkino. Also kann ich echt nur empfehlen. Bei Netflix würde es wahrscheinlich zurzeit in Deutschland laufen, oder? Ja, glaube ich schon. Ich meine, es wäre von Netflix eingekauft worden. Hat es nicht sogar Netflix produziert, glaube ich, mit AMC zusammen. Also das müsste man auf Netflix finden. Ja. Ja, so Serienuniversen können teilweise funktionieren. Bei Marvel, glaube ich, bei Disney Plus kann es funktionieren, wobei ich da schon das Gefühl habe, dass das Universum jetzt zu groß ist. Wo jetzt? Bei Marvel? Bei Marvel. Ja, ich glaube auch. Das hat Disney ja selber auch eingesehen. Entschuldigung. Deswegen haben sie ja auch jetzt deutlich den Output reduziert. Also früher war ja, glaube ich, teilweise bis zu drei Disney-Filme, Disney-Marvel-Filme pro Jahr. Jetzt maximal einer. In diesem Jahr kam ja nur Deadpool Wolverine, der gerade alle Rekorde an der Kinokasse sprengt, also der ein großer, großer Publikumserfolg ist. Serien kamen dieses Jahr, glaube ich, gar keine, wenn ich jetzt keine vergessen haben sollte. Das heißt, die haben schon realisiert, dass die Leute auch so ein bisschen übersättigt sind und dass man in diesem hohen Output nicht mehr so ganz auf die Qualität Wert legen kann. Und jetzt ist der Plan weniger Output, dafür aber mehr Qualität. Und ich glaube, das käme uns alle entgegen, wenn wir dann nicht mehr drei Wegwerfserien pro Jahr bekommen, sondern lieber vielleicht nur eine, aber dafür wirklich gute. Ach, ich glaube gar nicht, dass es das große Problem ist. Wir hatten gerade bei Marvel ja das Problem, dass wir die Kinofilme hatten. Da ist drei vielleicht auch noch in Ordnung. Aber dann kamen ja erst die ABC-Serien, daraufhin die Netflix-Serien, dann Runaways bei Hulu, Cloak and Dagger bei Freeform. Also das hast du dann gar nicht in Deutschland sehen können. Ja, und dann hat man irgendwie diese gefühlt 17 Serien noch für Disney Plus gestartet. Da finde ich, hat es ja ganz gut einigermaßen funktioniert. Du sagst Wegwerfserien. Wieso? Ja, es gab natürlich auch gute, also zum Beispiel die Loki-Serie ist A gut und wird B auch in den Filmen aufgegriffen. Also beispielsweise Deadpool Wolverine spielt ganz eindeutig auf die Sachen in Loki an. Aber daneben gibt es Serien, wo jetzt schon jeder Mensch vergessen haben wird, dass er sie gesehen hat, falls er sie gesehen hat. Zum Beispiel Secret Invasion, das ist so eine Serie, unheimlich billig produziert. Am Ende passiert was sehr Großes, wo ein sehr mächtiger Charakter geschaffen wird, den wir aber nie wieder in irgendwelchen Filmen sehen werden. Es war so wirklich einfach nur so als Schock geplant am Ende der Serie, aber nicht irgendeinem größeren Plan folgend, der das ganze MCU vielleicht mal zusammenbindet. Ich spreche von der Figur, die von Emilia Clarke, der Daenerys of Game of Thrones, also passt auch wieder zusammen, gespielt wurde. Und die werden wir nie in irgendeinem Marvel-Film sehen. Die ist nie irgendwo angekündigt worden. Die hat keinen aktuellen Vertrag bei Marvel. Das heißt, die haben sie da nur reingeschmissen, aber keinen Plan mit ihr. Und genau das ist eben das Problem. Da werden nämlich Serien produziert, die aber so gestaltet werden sind, dass sie nicht mit den Filmen irgendwie in Konflikt stehen sollen. Also zum Ja. Beispiel gab es ja den Film über diesen neuen Captain America, über Sam Wilson und seinen Sidekick Bucky Barnes. Und dieser Film, also die Serie musste genau da enden, wo der neue Film beginnt, sodass dazwischen keine Entwicklung stattfinden darf, weil die Leute zwischen den Filmen halt nicht davon erwartet werden kann, dass sie die Serie gucken. Das heißt, Bucky Barnes und Captain America sind am Ende schon Bucky Barnes und Captain America, müssen dann in der Serie in eine Sinnkrise gestürzt werden, nur um am Ende wieder Captain America und Bucky Barnes zu sein, weil da der nächste Film ansetzen wird. Das heißt, richtige Entwicklung kann man so eben nicht erzählen. Das hast du gut erklärt. Ich habe letzten Sommer, glaube ich, nee, das ist schon wieder 2 Jahre her, Miss Marvel durch Zufall angeguckt und fand das zum Beispiel eine tolle Serie. Die ist auch super unterhaltsam, eine sehr, sehr, sehr liebenswerte Hauptdarstellerin. Die ist dann ja auch in der Kinoleinwand aufgetaucht im Film The Marvels. Aber auch dieser Film nimmt eben überhaupt keinen Bezug auf ihre Serie. Klar, es werden die Figuren aus der Serie dann vorgestellt, also ihre Familie und einer ihrer Sidekicks wird da irgendwie vorgestellt. Aber das, was in der Serie passiert ist, da wurden nämlich so große universumsverändernde Konzepte eingeführt, sogenannte Inkursionen, bei denen zwei verschiedene Universen aufeinandertreffen, werden dann von den Filmen wieder komplett ignoriert. Und das ist eben die große Frustration mit Marvel gerade, dass die selber nicht wissen, wo sie hinwollen, dass die keinen richtigen Plan hatten und so alles an die Wand geworfen haben, um zu gucken, was hängen bleibt.
Ja. Und vielleicht, um da erstmal den Schlenker zurückzumachen zu Game of Thrones, ich kann nur hoffen, dass wenn die jetzt ihr Universum langsam aufbauen, dass da ein Plan drin besteht. Ich meine, das Gute ist, die Serien sind ja alle relativ weit voneinander entfernt. Also zumindest, wenn man jetzt hört, dass eine Aegon der Eroberer-Serie angekündigt wird, der spielt ja echt dann 1000 Jahre vor Game of Thrones. Das heißt, da muss man nicht unbedingt so ganz stark Bezug drauf nehmen. Aber zum Beispiel die aktuelle Serie, die jetzt kommen wird nächstes Jahr, ist ja die Serie A Knight of the Seven Kingdoms. Da geht es um die beiden Figuren Dunk und Egg. Und die spielt genau zwischen House of the Dragon und Game of Thrones. Und da taucht eine Figur auf im weiteren Verlauf der Serie, die jetzt in House of the Dragon schon ganz stark angeteasert wird. Also ich vermute, sie werden auch versuchen, das miteinander in Bezug zu setzen. Und da kann ich halt nur hoffen, dass das alles irgendeinem Plan folgt und nicht auch wieder so komplett planlos und ohne großen Unterbau gestaltet wird. Ja, ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht bei Game of Thrones nach hinten losgehen könnte, wenn HBO ihren ganzen Kardash von internationalen Rechten nicht auf die Kette bekommt. Ja, ich meine, es ist ja so ein bisschen HBOs letzte Patrone. Die haben ja gerade gar keine großen Serien. Früher war ja HBO so das Produkt, wo man hingeht, wenn man so Arthouse-Serien sehen möchte. Ne? So Sopranos, The Wire, Oz und so weiter und so fort. Und da sind sie ja so ein bisschen von ihrem Weg abgekommen. Ich meine, die haben noch Euphoria, aber Euphoria wird ja dadurch boykottiert, dass die irgendwie die nächste Staffel erst in 3, 4 Jahren produzieren können, wenn Zendaya gerade mal Zeit hat. Und eigentlich haben die jetzt außer eben diesem Game of Thrones-Universum und ich glaube einer geplanten Harry Potter-Serie, haben die eigentlich nichts in Genau. petto. Das sind ja alles keine Arthouse-Serien. Das ist ja alles großes Popcorn, also gutes Popcorn auch, aber halt immer noch Popcorn. Hat aber nichts mit der Tiefe oder der Ernsthaftigkeit von Sopranos und Co. zu tun. Das heißt, so ein bisschen verliert sich HBO ja auch gerade. Mich wundert es ja auch, dass tatsächlich HBO auch keine, oder generell haben wir in den USA das ganz, ganz große Problem, dass so richtig gute neue Serien ja gar nicht folgen. Also man hat so irgendwie so Angst, irgendwas was Neues, wirklich Gutes auf die Kette zu springen. Ja, das ist so ein bisschen dieses, was auch im Kino gerade zu sehen ist, dass man immer alles auf dem etablierten Franchise aufbauen muss. Ne? Also wir machen lieber Transformers Film Nummer 793, als uns mal zu trauen, irgendeinem neuen Regisseur oder Drehbuchautoren eine Aber Chance zu geben. da muss ich auch leider, also ich kann das als Disney zum Teil verstehen. Weil Disney aus einer guten Komfortzone kommt, weil auch diese ganzen internationalen Sender, ich sage jetzt mal RTL, ProSieben in Deutschland oder auch andere Sender weltweit, die gehen ja nicht hin und sagen, Wonder Woman ist ein Scheißfilm, sondern die haben auch Volume-Deals, kaufen das ein, haben so mittelmäßige Quoten und machen einfach weiter. Also sie gehen ja nicht hin und sagen mal zu Warner, also das, was ihr da mit Wonder Woman 1984 abgeliefert habt, ist wirklich eine bodenlose Frechheit. Ja, sollten sie vielleicht mal, aber das stimmt. Ja, Hauptsache, Leute gucken es. Ja. und dann wird halt auch irgendwie nicht gesagt, wir wollen jetzt vielleicht mal den Independent-Film, der auf diesen drei, vier Filmfesten durch die Decke ging, sondern es wird halt einfach wahllos eingekauft. Und da heißt halt auch nicht irgendwie, wir wollen jetzt mal hier irgendwie den französischen Überflieger, den, wie sagt man, Konstantin Entertainment gerade nach Deutschland covert, sondern es wird halt wirklich US-Ware sinnlos eingekauft. Und was halt wirklich fehlt, ist Hollywood Pictures bei Disney, dass mal wieder normale Filme, kreative Filme, ich sage es immer wieder, sowas wie diese ganzen früheren Julia Roberts-Filme, dass sowas mal wieder produziert wird, die ja auch echt Ja. günstig war, außer dass man halt irgendwann die Gage nicht mehr von Julia Roberts bezahlen wollte. Auch zu Recht. Ja, ich glaube, da muss man echt auf so Streaming-Plattformen wie Mubi ausweichen, die ja noch so ein bisschen Arthouse-Filme mal anbieten. Ich war letztens in dem Kinofilm To the Moon mit Channing Tatum und Scarlett Johansson und habe so gedacht, das ist so ein Film, den man gar nicht mehr macht heute. So kein Franchise, eher eine lustige Komödie, so ein bisschen romantisch veranlagt, dass die beiden natürlich nachher dann zueinander finden und so. Also eigentlich so ein bisschen so ein Film wie vielleicht besser geht's nicht mit Jack Nicholson oder so. Die gibt's ja eigentlich gar nicht mehr, diese Art von Filme.
Und das war 1997 der größte Kassenerfolg. Ne? Also der Blockbuster-Film von 1997 war Besser geht's nicht mit Jack Nicholson und ich glaube Helen Hunt. Ja, und wie gesagt, heute muss halt derjenige Film, der Blockbuster sein will, irgendwie ein Millionenbudget mitbringen und muss halt irgendwie draufstehen haben, ich bin Marvel-Film Nummer 37 oder ich bin James Bond oder ich bin, weiß ich nicht, Fast and the Furious Teil 19. Und bei The Marvels zum Beispiel war es auch so, es war ein wirkliches Durcheinander zwischen Effekte, die echt grausam waren, und super geile Effekte. Aber du hast halt auch schon gemerkt, dass die halt heutzutage gar nicht mehr irgendwie so richtig in Klamotten drehen, also in der Ausrüstung, sondern du hast halt wirklich gesehen, die hatten einen grünen Anzug an, oder das habe ich nachgelesen, das wurde ja schon öfters mal so thematisiert, aber der Helm und die Spiegelung da drauf, die kam aus dem Computer. Ja, überrascht mich nicht, sieht ja auch genauso aus. Das ist ja auch genau das Problem, ne? Weil jedes Studio ja diese ganzen Filme halt am Computer produziert und nur noch die Schauspieler irgendwo in The Volume rumstehen, werden die Effekte immer schlechter, weil einfach irgendwann auch die Anzahl der Leute, die das wuppen können, die da die Qualität für haben, das umzusetzen, nicht mehr vorhanden ist. Das ist dann jetzt so ein bisschen schon so ein Sweatshop geworden quasi. Und das wird ja alles nach Indien oder sonst wohin outgesourced. Und da müssen dann irgendwelche wahrscheinlich unterbezahlten Menschen in Drittweltländern, müssen da halt diese ganzen Effekte rendern. Dauert natürlich stundenlang, kostet auch richtig viel Geld, weil dauernd die Rechner am Laufen sind und das am meisten Geld kostet. Aber irgendwann ist einfach die Ressource begrenzt. Also sowohl der Mensch, der es gut umsetzen kann, als auch die Rechnerstunden auf den großen Serverfarmen dieser Welt, geht halt irgendwann weg. Je mehr Leute gleichzeitig einen Film produzieren wollen mit hohem CGI-Effekt. Und deswegen sehen die halt so kacke aus, die Filme. Nicht, weil das irgendwie Ja. nicht die Leute könnten, sondern einfach nur, weil denen die Zeit und das Geld fehlt, um das vernünftig zu machen. Und dann gucke ich mir halt für gewöhnlich dienstags in aller Freundschaft im ersten an und wundere mich eigentlich dadurch, dass die immer bessere Kameras haben, dass die halt auch ein gutes Set haben, dass die auch inzwischen einen guten Schnitt haben. Und man wundert sich so, dass so wirklich deutsche Serien ohne irgendwelche große Effekte, dass sie immer besser werden. Aber das liegt halt auch daran, dass halt auch diese ganzen Macher dieser Sendungen natürlich auch die Expertise bekommen, dass halt auch in Babelsberg gedreht wird. Ja, und die gucken ja auch die amerikanischen Filme und versuchen ja daran zu orientieren. Also heutzutage ist es ja nicht mehr schwer, dass eine Kamera gut aussehen kann. Da brauchst du einen guten Kameramann, einen guten DP und der kann dann schon das Bild entsprechend gut aussehen lassen. Was aber schon auffällt, ist, dass deutsche Filme halt so oder auch Serien so gut wie komplett ohne CGI auskommen. Also da fiel mir jetzt nur der Känguru-Film ein, also hier Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling, wo mal eine CGI-Figur auftaucht. Was ja die Amis schon seit Herr der Ringe von vor 24 Jahren oder so Ja, perfektioniert aber haben. wenn du jetzt nochmal der Herr der Ringe anguckst, Findest du, da dass könnte man Gollum auch. schlecht gealtert ist? Ich finde, dass Gollum tatsächlich schlecht gealtert ist. Da könnte man Okay. jetzt ähnlich, vielleicht sollte man wie bei Star Wars, sollte man jetzt auch mal so langsam die Special Effects überarbeiten. Finde ich ja zum Beispiel überhaupt nicht. Also für mich funktioniert dieser Effekt immer noch bei ihm. Vielleicht bei anderen Figuren nicht, bei diesem Höhlentroll da zum Beispiel nicht. Aber gerade Gollum klappt für mich immer noch wunderbar. Ich hatte ihn noch letztes Mal im Kino, noch mal im Kino gesehen, Rückkehr des Königs. Und selbst auf der großen Leinwand hat er für mich noch standgehalten. Oder auch so Okay. Filme wie Gladiator, ne? Also bei Gladiator von Ridley Scott, das ist alles CGI. Natürlich haben die nicht das Kolosseum neu aufgebaut, um es zeigen zu können. Das ist alles CGI. Und es, finde ich, blendet sich eben sehr gut in die normale Umwelt ein. Einfach deshalb, weil das so liebevoll und mit viel Zeit und Mühe gemacht wurde und auch entsprechend gefilmt wurde, dass man das eben heute noch gucken kann, ohne dass man direkt einen ganz großen Zahnschmerz bei bekommt. Ja, und dann hast du Tod auf dem Nil, wo du denkst, alter Schwede, also da habt ihr euch gar keine Mühe gegeben. Genau. Geht doch bitte echt nach Ägypten. So schwer ist das doch nicht. Aber naja. Also der war Gut, die wirklich Filme. echt von den Effekten wirklich, wirklich schlecht. Ja, Und dann ja. guck ich halt wirklich ein Vierteljahr später, schaue ich mir Mission Impossible, den Siebener an, wo du halt einfach merkst, wie er wirklich durch Venedig rennt. Ja, oder wo der wirklich mit dem Motorrad da die Schlucht runterspringt, ne, mit seinem Ja. Fallschirm am Rücken. Das ist schon was anderes, wenn es handgemacht ist. Ich habe letztens noch mal im Kino gesehen Point Break, Gefährliche Brandung, mit dem ganz jungen Keanu Reeves und Patrick Swayze, Friede seiner Asche. Der hält noch mit, der Film. Den kann man heute noch gucken, weil die einfach wirklich aus Hubschraubern abgesprungen sind und wirklich
mit dem Fallschirm gesprungen sind. Und das ist einfach was anderes als irgendwelche outgedateten Computereffekte. Oh, ich habe America's Sweetheart tatsächlich vor 2 Wochen wieder gesehen. Gut, aber da wird es wahrscheinlich nicht um die Effekte gegangen sein. Nee, aber da geht es um die Branche. Ja. Und wenn man sich überlegt, dass der Film auch schon 20 Jahre auf dem Buckel hat und ja, wie der die Presse versucht wird, bei der Stange zu halten, nur dass die Presse halt gar nicht mehr so mächtig ist teilweise, aber natürlich wird da auch viel Blödsinn geredet und ja, dass sich da auch dann so Bosse so vorführen lassen mit diesem extrem schlechten Film und auch gar nicht wissen, was da eigentlich kommt und ja, es ist ja, also man kauft tatsächlich manchmal die Katze im Sack und man fragt sich, warum das eine oder andere so katastrophal entschieden worden ist. Also das war ja bei Disney zum Beispiel, wundert mich, dass man Kathleen Kennedy nicht endlich mal absetzt, weil die ja wirklich Entscheidungen fällt. Ich bin jetzt kein Star Wars Fan, aber ich glaube, für Star Wars Fans ist das ziemlich schlimm, was da produziert wird. Kathleen Kennedy, genau. Also ganz, ganz, ganz furchtbar. Man muss ganz ehrlich sagen, dass nichts außer vielleicht Andor noch irgendwie Qualitätsstandard aufweist. Jetzt gerade ganz aktuell kam mal die Nachricht rein, dass Acolyte, die letzte Serie, schon keine zweite Staffel mehr bekommt, weil die Serie so komplett verrissen wurde von Fans und Kritiken. Die hat sogar ganz gute Klicks generiert, also die Leute haben das geguckt, wenn aber auch eher aus so Hate-Watching-Gründen. Aber es war inhaltlich, das kann man wirklich keinem Menschen zumuten, was da inhaltlich geboten wurde. Und da musst du nicht mal Star Wars-Fan für sein. Einfach nur, weil man sich bedenkt, was wird da gerade erzählt? Was machen die Figuren? Was wollen die Figuren? Was ist ihre Motivation? Und was wollen sie, um dieses Ziel zu erreichen? Wenn man das einfach nur im Hinterkopf hat, dann ergibt die Serie einfach keinerlei Sinn. Selbst wenn man jetzt, wie gesagt, von Star Wars keine Ahnung hat, nicht weiß, was ein Jedi ist, was ein Sith ist, alles egal. Wenn man einfach nur auf gut geschriebene und konsequente Figuren Wert legt, dann kann man die Acolyte nicht gucken, ohne dabei Kopfschmerzen zu bekommen. Ich habe gerade nachgeschaut, die hat bei Rotten Tomatoes einen Audience-Score von 18%. 18. Ja. Und das ist echt bitter. Aber so wird wenigstens Disney Plus profitabel. Ja, weiß ich nicht. Also klar, die gucken es dann natürlich. Aber wenn du natürlich nichts mehr produzierst, das ist ja auch so ein Punkt bei den ganzen Streaming-Diensten. Also Disney produziert ja irgendwie für seinen eigenen Streaming-Dienst eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Die Amerikaner zahlen ja für Hulu extra. Und ansonsten auch Warner macht es ja ähnlich oder diese ganzen Studios, dass sie immer weniger produzieren und so läuft es natürlich für die immer besser. Ja, ja, klar. Ich meine, da haben sie auch ein bisschen Erfolg mit, weil ich glaube, das Produkt, was am meisten Lob auf Disney Plus bekommt, ist ja The Bear, ne? Diese Serie über den Küchenchef, dessen Bruder verstorben ist und dem man dessen Laden dann übernehmen muss. Das ist ja auch eine eingekaufte Serie, aber die hat natürlich einen ungleichen... Ja, die ist von der Schwester FX. Ja, genau. Aber nicht von Disney selber halt produziert. Aber die hat zum Beispiel einen Audience-Score von 79%. Also ist halt ein Unterschied zwischen Des und Acolyte. Das ist ja drüben auch bei Hulu und gar nicht auf Disney in Amerika. Nur, dass wir ja kein Hulu haben. Ja, deswegen läuft es bei uns eben auf Disney Plus. Ich glaube, sonst wären die internationalen Zahlen von Disney Plus noch viel schlechter. Ja, das glaube ich nämlich auch, ganz genau. Und Disney scheint ja auch ein bisschen Angst zu kriegen, weil sie haben ja jetzt gerade angekündigt, dass sie ab September das Passwort teilen verbieten wollen, was ja Netflix schon lange macht, also dass man sich nicht mehr mit 2 Leuten einen Account teilen kann, ohne dafür extra zu bezahlen. Das heißt, sie wollen jetzt ja wieder drastisch gegen Account-Sharer vorgehen. Und das ist ja immer so ein Zeichen, dass wahrscheinlich man ein bisschen was tun muss, um mehr Geld in die Kassen zu kriegen. Ja, also Max zum Beispiel ist ja ganz tot. Mhm. Max ist ja eigentlich nur noch die Plattform, die HBO und die ganzen anderen Formate sammelt. Ja, ich weiß gar nicht, ob da vielleicht die Harry Potter-Serie kommen soll auf Max. Die ist inzwischen bei HBO. Naja, okay. Ja, dann also, gibt es überhaupt keinen Grund für Max mehr. Ja. Wobei es mich, ich habe mich auch immer gefragt, warum man überhaupt da versucht hat, eine neue Einheit aufzubauen, warum nicht HBO oder die Inhalte von Max generell bei HBO laufen können, dass die Leute halt verstehen, HBO ist schon mal nochmal das Bessere und dann sind sie ja sowieso fusioniert und dann haben sie natürlich auch gesagt, ja, wir brauchen auch nicht irgendwie 3 Sender, die Essen herstellen, da reicht, glaube ich, The Food Network.
von Discovery. Ja, also ich habe das Prinzip eh noch nicht verstanden, warum es HBO und HBO Max geben muss. Das ist so ein bisschen konfus wie bei Sky, wo es ja auch Sky gibt und Sky Go und Sky Wow. Ja, ich glaube, dass das Ziel damals war, also als man diese ganzen Ideen hatte, dass man mit HBO so erfolgreich ist und diesen Erfolg einfach noch mit HBO Max ausbauen wollte. Ja, aber braucht es im digitalen Zeitalter wirklich verschiedene Plattformen dafür? Nee, kannst du deine Angebote einfach so wie sie sind streamen? Ob du jetzt dafür eine andere Plattform brauchst oder nicht? Und deswegen ist das ja alles so ein bisschen gegen die Wand gefahren. Und was mir zum Beispiel auch auffällt, was Max damals anbieten wollte und der HBO Max, dass es auch Klassiker gibt. Also zum Beispiel kann ich mir einen Max in Deutschland vorstellen, aber ich würde als Warner Brothers Discovery würde ich nicht auf das Sky-Geld verzichten, weil du da einfach viel zu viel Geld dir liegen lässt. Aber wenn man mal konsequent seine ganzen alten Serien und Filme oder auch Filme aus den anderen Ländern auf eine Plattform zusammenstellt, dann glaube ich auch, dass du damit auch in Europa ein gutes Angebot, das sich auch finanziert, umsetzen lassen kannst. Ja, glaube ich auch. Es ist halt zum Beispiel unheimlich schwer, einfach mal die alten Hitchcock-Filme zu gucken. Wenn du da nicht irgendwie eine DVD-Box zu Hause stehen hast, ist es im Stream fast unmöglich, die alten Hitchcocks zu gucken. Und das ist doch bestimmt eine Nische, wo Leute gerne reingehen würden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es kein Publikum für Hitchcock mehr gibt. Wir haben jetzt hier in Hamburg zum Beispiel gerade eine Aktion, eine Stadt schaut Hitchcock, wo an ein paar Tagen einfach alle Filme von ihm nochmal aufgeführt werden in den Kinos. Warum gibt es das nicht mal als Streaming-Service? Dass ich mir einfach einen Streaming-Service holen kann und da laufen dann die Hitchcocks, die Billy Wilders und so. Fände ich großartig. Also würde ich eher für bezahlen als für Harry Potter. Ja, das ist ja tatsächlich auch immer so. Find mal irgendwie... Gut, das hat jetzt RTL gemacht, dass sie Dallas aufgekauft haben, aber es gibt jetzt 1000 Serien, die produziert wurden, auch gerade die alten Turner-Sender, The Closer. Ja, da musst du immer irgendwie, also ich war ein Fan von Without a Trace, ich habe da mal eine Folge, also die zweite Folge der Serie gekauft, die gibt's aber jetzt nicht mehr. Die gibt's nicht mehr bei Amazon, obwohl ich die gekauft habe, die ist weg. Tja, super. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen im digitalen Zeitalter. Ja, und das sind halt einfach so Punkte. Und das ist das Einzige, komischerweise, was Disney richtig macht, dass sie konsequent auch immer alte Filme immer wieder so monatlich hinzufügen. Ja, immerhin. Ich meine, wenn man auf so alte Klassiker Disney oder Fox-Filme steht, ist man schon gut aufgehoben bei Disney+. Die haben wahrscheinlich das größte Angebot aller Streaming-Dienste gerade, was so, sagen wir mal, klassische 90er-Jahre-Filme angeht und so. Und die ganzen klassischen Disney-Filme, Schneewittchen und Co., das ist natürlich schon da richtig. Aber jetzt gerade für jemanden, der so ein bisschen Richtung Arthouse gehen will, ist das Streaming-Angebot schon überschaubar. Ja, oder auch so typische RTL-Nitro-Serien, wie Ein Kopf für alle Fälle oder ja, was es da nicht also alles gibt. Die gibt es nirgends im Streaming. Ich hätte gerade gedacht, dass jetzt, wo Fall Guy ins Kino kam, mit Ryan Gosling, nochmal ein Call für alle Fälle eine Renaissance kriegen würde. Wie man diesen Film in Deutschland so gegen die Wand fahren kann, das musst du ja trainieren. Ich glaube, da gibt es einen Studiengang dafür. Ja, ich glaube tatsächlich, Leute wussten gar nicht, dass das ein Call für alle Fälle ist. Ja, das sag ich ja. Du musstest trainieren, um diesen Film so gegen die Wand fahren zu lassen, ich weil eigentlich... Auch, es wäre so einfach gewesen, ne? Nenn das Ding ein Call für alle Fälle, spiel im Trailer die Musik, dieses bekannte Lee Majors-Thema. Genau. Unknown Stuntman. Und die Leute sind doch alle, die in den 80ern gelebt haben, sind doch total hyped darauf. Aber doch nicht so. So als keiner. Und dann verkaufst du die Serie vielleicht noch an RTL Nitro relativ preiswert? Ja. Denke ich mir auch. Aber gut, das haben sie echt an die Wand gefahren. Das, also wirklich, da arbeitet auch null NBC, also Universal Pictures Deutschland, mit Sky zusammen. Wirklich null zusammengearbeitet. Ja, also das war echt schon. Hast du, wie du gerade gesagt hast, Marketingklasse in Sachen, wie man es nicht tun sollte. Ja. Und ich habe so auch immer so das Gefühl, die Leute bei Sky sind zwar alle nett, aber die haben alle keinen Bock auf die NBC-Ware. Das kann natürlich sein. Ja, also es gab ja auch immer ewig die Kardashians bei E. Die wurde überhaupt nicht in Deutschland
irgendwie gehypt und dann waren die weg und dann hat man so festgestellt, hm, wir brauchen was für die Frauen, ach so, ja, dann machen wir jetzt die Ochsenknechts. Okay, die deutschen Kardashians, die Ochsenknechts. Die deutschen Kardashians, genau. Ja, es ist schon ein bisschen verwunderlich, dass, ja, dass dies, also dass man sich da im Streaming teilweise überhaupt keine Mühe gibt, aber auch dies, dass viele Serien immer ja, mitunter schlechter werden. Also ich, es gibt so Serien, wo ich mir dann die angucke und denke mir, Gott, wer schreibt denn das? Also ich habe jetzt den Auftakt der siebten 911-Staffel angeguckt, da muss man sagen, tolle Spezialeffekte, mäßiger Inhalt, gutes Popcorn-Kino. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass jetzt zum Beispiel die Simpsons seit 10 Jahren ja dermaßen schlecht sind und jetzt wiederum will scheinbar Disney eine Absetzung der Simpsons erzwingen. Anders kann man sich das nicht vorstellen, als dass man 4 exklusive Folgen nur für Disney Plus herstellen lässt. Na, ich glaube eher, sie wollen die Leute eben zu Disney Plus locken mit dieser Aktion, oder? Ja, aber dass der Fox irgendwann auch keinen Bock mehr drauf hat und mit sowas. Also, wieso geht man so mit einem Geschäftspartner um? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob es von Erfolg gekrönt sein wird. Also, ob die Leute so hyped auf die Simpsons sind nach 33 Staffeln oder was, dass sie dafür extra einen Disney Plus Account abschließen, wenn sie keinen hatten bis jetzt. Und dann gucken sie die alten Folgen. Ja, wahrscheinlich. Besser. Also, wenn man irgendwas gucken will von den Simpsons, dann ja die alten Folgen. Das muss ich auch sagen, da bin ich Disney Plus auch dankbar für, dass es da die alten Simpsons-Folgen gibt, um die einmal im Leben auf Englisch gesehen zu haben. Weil das, so eine Lücke, die hatte ich noch nicht geschlossen durch DVDs oder so. Also das ist ja, was, wo ich dann Disney Plus sogar für nutze. Also ich sage mal so, ProSieben hat ja auch irgendwann mal angefangen, alles vor Staffel 5 nicht mehr so wirklich zu zeigen. Und ging dann irgendwann, also generell habe ich mich zum Beispiel gefragt, warum hat man eigentlich so eine beschissene Disney oder ProSieben Simpsons Synchronisation hergestellt? Also das sind ja mitunter auch wirklich Fehler drin, wo man sich wirklich an den Kopf langt. Ja, die sind ja legendär, diese Fehler. Es gibt ja so eine ganze Website, die heißt The Bart Files, die ist dafür verantwortlich, alle diese Übersetzungsfehler aufzuzeichnen. Da war ja vor allen Dingen ein Mann für verantwortlich, Ivar Kombrink, der hat das alles in den Sand gesetzt. Das war ein älterer Herr, der hat in den USA gewohnt, der war aber überhaupt nicht in der Popkultur unterwegs. Das heißt, der hat die ganzen popkulturellen Anspielungen, von denen die Simpsons ja nun überleben, einfach nicht verstanden. Wenn dann irgendwas erwähnt würde von Dungeons and Dragons, dann wusste der nicht, was das ist. Der hat das noch nie gehört in seinem Leben, hat dann seinen Nachbarn gefragt, was heißt denn hier Dungeons and Dragons? Und die haben ihm gesagt, ja, Kerker und Drachen auf Deutsch, ne? Und der ist einfach übersetzt und wusste nicht, was das ist. Und ja, so wird dann eben daraus fast schon Kult, aber leider kein guter Kult. Und dass das Krasse dann bei den Simpsons auch ist, als dann die Welt mal vernetzt wurde und die Stimme von Homer Simpson noch lebte, ist man auch nie hingegangen und hat mal gesagt, wollen wir nicht vielleicht jetzt mal doch mal 1 Million reinstecken, um diese ganze, weil es, diese Arbeit wurde ja auch schon von den Fans gemacht, um diese furchtbaren Fehler rauszustreichen. Ja, wahrscheinlich kann es heute eine KI machen, einfach die Stimme von Norbert Castell und Elisabeth Volkmann reproduzieren und dann eine richtige Synchro raushauen. Aber ist jetzt, wie es ist. Ist ein Stück Zeitgeschichte, diese schlechten Synchros. So ein bisschen dient es ja auch der Unterhaltung. Aber ich weiß nicht, ob man damit genau mal rangehen sollte oder müsste. Ich sage nur die globale Nachrichtenfütterung für Newsfeed. Ja, aber ist das global ein Thema, ob jetzt in Deutschland eine neue Synchro kommt oder nicht? Nee, aber es sollte vielleicht auch bei ja, es wäre halt auch schön, wenn es die Sachen halt auch in lustig in Deutschland gäbe. Ja, ich bin auch der Meinung, man müsste alle Rainer Brandt-Synchronisationen nochmal so übersetzen, wie es im Original intendiert war, aber der ist ja leider auch gerade verstorben, der Herr. Insofern kann man da jetzt auch nicht nachtreten. Nee, klar, wäre natürlich schon schön, aber ich glaube, vielleicht ist es ja noch mal so ein kleiner Anreiz, dass die Leute es auch mal auf Englisch gucken, weil dann kriegen sie ja noch mehr von den ganzen Anspielungen mit. Das ist richtig. Ja, da sind wir die Woche auch schon wieder fast am Ende oder sind wir am Ende. Hast du noch einen Kinotipp für uns? Ja, ich kann euch ein paar Kinotipps geben. Ich mache mal zwei verschiedene. Ich mache mal so ein bisschen mehr den Blockbuster und so ein bisschen mehr
die Standardvariante. Ich habe den neuen Alien Romulus gesehen. Da habe ich auch eine Review für auf Quotenmeter geschrieben, die ja veröffentlicht wurde. Könnte ich gerne mal in Ruhe durchlesen. Aber wer Lust hat auf so richtig stimmungsvolles Alien-Kino mit so ein bisschen Best-of aus den anderen Alien-Filmen, der ist bei Romulus schon genau richtig. Also das Kino, in dem ich saß, war so eine Preview in Frankfurt am Main. Und die Leute haben teilweise echt geschrien bei manchen Szenen. Also der hat seine Wirkung schon nicht verfehlt. Und wer auch so ein bisschen auf wirkungsvolles, bisschen Horror-Kino will, dem kann ich auch Long Legs ans Herz legen mit Nicolas Cage. Für manche funktioniert der Film nicht. Ich fand ihn ein bisschen besser, zumindest in der ersten Hälfte. Danach wird es ein bisschen sehr abgedreht, aber die Stimmung hält da sehr gut und die Spannung und so ein bisschen dieses Schweigen der Lämmer-Feeling kann ich jedem ans Herz legen. Und um noch einen so ein bisschen Arthouse-Tipp rauszuhauen an der Stelle, was will der Lama mit dem Gewehr? So ein ganz kleiner Film, der kommt aus Bhutan, dem glücklichsten Land der Welt. Und Bhutan ist vielleicht deswegen das glücklichste Land der Welt, weil es da keine Waffen gibt. Oder andersrum, vielleicht haben die keine Waffen, weil sie glücklich sind, wer weiß. Aber plötzlich möchte ein eigentlich sich in Gebetsklausur befindender Lama, also ein Mönch, möchte, dass ihm sein Schüler ein Gewehr besorgt. Und das ganze Bergdorf da in Bhutan rätselt, warum will der Lama ein Gewehr, was will er damit haben? Und das ist ein sehr witziger Film, aber auch ein sehr nachdenklicher Film. Ein sehr, sehr kleiner Film, der wahrscheinlich eher auf keinem Streamingdienst landen wird später. Der läuft aber gerade im Kino. Und der ist echt ein sehr, sehr kurzweiliger, unterhaltsamer Film aus einer Ecke der Welt, wo man wahrscheinlich eher keine Filme von guckt normalerweise. Deswegen mein Kinotipp, was will der Lama mit dem Gewehr? Und ich kann empfehlen, die neue CBS-Serie Elsbeth, die gibt es bei Sky, 2 Folgen pro Woche. Und da ist es so, dass diese lustige Figur Tashia Tesoni, also Elsbeth Tesoni, wird von Chicago nach New York geschickt und soll der Polizei mal ein bisschen über die Schulter gucken, ob die auch alles so richtig machen oder ob die mal wieder ihre Befugnisse überschreiten. Und da ja, ist einfach sehr interessant, weil sie natürlich ehemalige oder Anwältin ist und das halt aus einem anderen Blickwinkel sieht und sagt, naja, rechtssicher war das jetzt nicht, was wir da hier gemacht haben. Vielleicht sollten wir uns da nochmal erkundigen oder hier was schauen. Und warum redet der eigentlich so viel, obwohl der Dino so ein bisschen gekannt hat? Ist alles verdächtig. Und wenn ihr dann sagt, okay, es ist schön, aber wenn ihr euch mal richtig in eine packende Tiefe begeben wollt, zum Thema Unterhaltung, dann kann ich die Arte-Dokumentation empfehlen über Tiefseekabel. Die geht 90 Minuten. Viel Spaß dabei. Okay, ist notiert. Sehr gut. Dann hören wir uns nächste Woche wieder und bis dahin alles Gute. Tschüss.